Hallo Leute, wir sind heute hier bei mir zu Hause im Waldviertel in Niederösterreich. Ich möchte das kurz nutzen, um euch mal aus der Praxis zu berichten, wie das funktioniert mit dem Bio-Waldboden. Zeige ich hier mal kurz unsere Ponys. Das sind unsere drei Ponys. Wir sind gerade beim Frühstücken. Das ist ja unser befestigter Auslauf, natürlich mit EcoGrid Paddockplatten. Alles gemacht. So, und jetzt nehme ich euch mal rein. Hier wurde noch nicht ausgemistet, falls jemand fragen sollte. Jetzt nehme ich euch mal mit rein in den Offenstall oder Laufstall, könnte man auch sagen. Hier befinden sich unsere Pferde in etwa 6 Monate pro Jahr. Wie gesagt, sie haben immer die Möglichkeit, raus oder rein zu gehen, je nachdem, wie sie es möchten. Wie lange ist der Bio-Waldboden hier in Verwendung? Ja, gute Frage. Der ist jetzt seit über einem Jahr in Verwendung. Wir hatten den eingestreut, glaube ich, im Oktober 2021. Wie gesagt, wir haben jetzt den 1. November 2022. Das bedeutet also ein gutes Jahr in Verwendung. Was wurde damit gemacht bisher? Ja, nichts. Tägliches Ausmisten, das ist klar. Das heißt, wir nehmen die Pferdeäpfel raus. Ich zeige euch jetzt mal, wie das dann aussieht. Das ist mehr oder weniger die Ernte des heutigen Tages im Innenbereich. Also wirklich eigentlich nur die Pferdeäpfel rausgenommen. Vor wenigen Wochen, als die Pferde wieder nach vorne kamen, habe ich dann eine Herbstservisierung mehr oder weniger vorgenommen. Eine Herbstservisierung bedeutet, die oberste Schicht habe ich entfernt. Warum habe ich das gemacht? Ja, weil bei uns, man sieht es glaube ich teilweise auch auf den Bildern, laufen die Hühner mit rum. Die machen dann natürlich ordentlich Mist im Sommer, die verwenden das sehr gerne, die legen ihre Eier da rein. Das heißt, der Boden ist einfach stark verkotet gewesen. Das heißt, das war mehr der optische Anspruch, der uns nicht mehr genügt hat. Oberste Schicht entfernt, das sind zwei solcher Schubkernsäcke gewesen und wieder mit frischem Material eingestreut. So sollte das dann aussehen, locker, fluffig. Man sieht auch hier, es staubt nicht, es ist einfach wie neu. Natürlich riecht es überhaupt nicht, obwohl das Ding so lange in Verwendung ist. Wir haben jetzt noch keine Teilsanierung gemacht, in dem Sinn, dass wir irgendwo die Matratze bis nach unten rausgestochen hätten. In unserem Fall liegt das jetzt auf einem Holzboden. Wenn ich da etwas nach unten grabe, dann komme ich auch im Prinzip schon in den Bereich, wo die Matratze beginnt. Die Matratze ist eben der Bereich, wo die ganzen Abbauprozesse stattfinden. Man merkt das, das ist fest, aber trotzdem immer noch elastisch und weich bis zu einem gewissen Grad. Es federt, wenn man da den Pferdehuf zusieht im Detail. Es ist einfach wirklich, da kann man sich vorstellen, dass das für den ganzen Bewegungsapparat einfach perfekt ist. Wo habe ich das Nachstreumaterial? Das wird hier bei uns im Big Bag gelagert. Auch der steht jetzt seit über einem Jahr hier. Jetzt zeige ich auch den kurz. Man sieht hier eben den Big Bag, der ist ursprünglich knapp 2 Meter hoch. Seitlich haben wir so einen Taschenschnitt reingemacht, das heißt man kann mit dem Schubkarren hinfahren, kann das rauskübeln. Wie sieht hier das Material aus? Ja, auch das Material ist im Prinzip wie neu. Das ist locker, fluffig. Es ist natürlich jetzt trocken, durch das das so lange gestanden ist. Im Sommer kann man sich vorstellen, jetzt wird es sehr warm hier drinnen. Das ist aber überhaupt kein Problem. Was ich euch noch zeigen kann und nicht vorenthalten möchte, ich weiß nicht, ob man es am Video sieht, sind hier diese leicht weißen Bereiche, sogenannte Verstockungen. Das ist im Prinzip eine Folge des Verrottungsprozesses. Das ist nichts Schlimmes. Das ist im Prinzip so, dass man das ganz normal rausnimmt, man streut das ein und nach wenigen Stunden ist das Weiße im Prinzip verschwunden. Man muss sich ja vorstellen, wir sind umgeben von Schimmelsporen. Das ist ganz natürlich, das ist kein Problem. Problematisch sind nur die Schimmelsporen, die eben für die Gesundheit gefährlich sind und diese gehören eben nicht dazu. Ja, noch die Tür schließen. Das war es im Prinzip schon wieder von hier. Es werden weitere Videos folgen, nicht nur zum Thema Bio-Waldboden, sondern natürlich auch zum Thema EcoGrid Paddockplatten, wie verlege ich es, wie verwende ich es, was passiert. Alles, was euch interessieren könnte, werden wir euch vorstellen, peu à peu. So, jetzt wünsche ich euch eigentlich nur mehr einen schönen Tag. Viel Spaß beim Gucken des Videos. Wir sehen uns. Euer Peter von EcoGrid Paddockplatten und Bio-Waldboden.